Da sind wir wieder, ihr Lieben, bei East Tower Kurenai und wie gesagt, Soundprobleme, es ist eine Katastrophe. Ihr werdet es in der letzten Folge gesehen haben, irgendwie hat er mal den Sound von meinem Webcam-Video Mikro aufgenommen. Das Mikro ist erschreckenderweise, obwohl es tatsächlich nur so eine, weiß ich nicht, ich glaube 10 Euro Webcam ist, ist der Sound von der Webcam im Vergleich zu meinem 25 Euro teuren Headset um Längen besser. Ich will mir auch irgendwann demnächst ein neues Mikro kaufen, aber das wird nur ein bisschen dauern, weil mein Headset fängt langsam auch an rumzuspinnen. Ich war tatsächlich ein bisschen erschrocken, allerdings nervt es mich total, dass die Maus so laut ist. Sonst hätte ich bald gesagt, ich benutze öfter mal das Mikro meiner Webcam, weil man da meine Stimme mal richtig hört. Und ja, aber erstmal muss noch einen Augenblick das Headset herhalten, bis ich mir dann das andere Mikro leisten kann und dann gucken wir weiter. Oh Gott, ich hasse sowas. Okay, wir haben Zensurbalken vor den Brüsten und vor sämtlichen anderen weiblichen Genitalien. Warum auch immer. Und wir haben jetzt ein Häschen mit im Zimmer, das mal Puh sagt und dem die Augen zugehalten werden. Ich bin immer noch müde. Hey! Hä? Huh? Diese Stimme, kann das sein? Dai? Kannst du mich hören? Bist du okay? Dai, wie ist die Situation draußen? Ich bin froh, dass du okay bist. Ich habe es endlich geschafft, dich zu kontaktieren. Können wir hier raus? Es tut mir leid, aber leider ist es unmöglich. Und warum habt ihr alle auf eigene Faust gehandelt? Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt bleiben, wo ihr seid? Wie auch immer, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Du weißt, was der Begriff Spielmeister bedeutet, oder? Spielmeister? Geht es um ihn? Das ist derjenige, der die Kontrolle über das Spiel hat. Normalerweise wären wir das, die Belegschaft, aber... Hä? Das ist irgendwie anders. Ein Hacker ist ins System eingebrochen und hat die Kontrolle übernommen. Wir haben ernste Probleme wegen diesem talentierten Hacker. Und endlich haben wir etwas Wichtiges herausgefunden. Etwas Wichtiges? Der Hacker selbst könnte in der Attraktion sein. Was? Am Anfang hat er uns glauben lassen, er operiert von außerhalb der Attraktion. Aber er agiert von innen. Wir haben versucht, ihn zu verfolgen. Der Hacker könnte sich als Spieler getarnt haben. Bitte sei vorsichtig. Vertrauen niemandem. Dai. Scheint, als wäre die Verbindung abgebrochen. Was bedeutet das? Das ist anders. Der Spielmeister ist Teil von der Belegschaft draußen. Aber wer ist dann er? Sag mir nicht, dass er der Hacker ist. Also war alles, was er mir gestern gesagt hat, eine Lüge? Unmöglich, ich kann es nicht glauben. Du willst also damit sagen, dass du wie ein Gott bist? So war es vielleicht früher. Er sah dabei so traurig aus. War das alles nur gespielt? Ich muss es herausfinden. Was? Ich sehe etwas, das ich nicht erwartet habe, als ich die Tür öffne. Was? Unglaublich, ihr seid es! Es ist so schön, dich wiederzusehen. Ich war so besorgt. Warum bist du so plötzlich verschwunden? Wir haben nach dir gesucht. Bist du okay? Mein Häschen! Wart ihr die ganze Zeit zusammen? Ah, 3 Leute, 2 Leute, 1 Leute.
Ja, wir konnten uns nicht in Zweierteams aufteilen, da wir zu dritt waren. So ieba, mada jikoshoukai shite nakatta na. Ore wa Takashi de, soko no kowai o niisan ga Akio de, tonari no kawaii go ga Kuon. Wo wir gerade dabei sind, ich habe mich noch nicht richtig vorgestellt. Mein Name ist Takashi. Dieser gruselige Typ ist Akio und der niedliche Junge neben ihm ist Kuon. Kowai o niisan de. Gruseliger Typ? Kawaii te iwanai de kudasai. Nenn mich nicht niedlich. Nett, euch kennenzulernen. Sie sehen aus wie eine Truppe Komiker. Ich spüre, wie etwas mein Bein berührt. Es ist der Fuchs und der Hase. Sie sind mir nach draußen gefolgt. Ach ihr, tut mir leid, dass ich mich nicht um euch gekümmert habe. Das sind... Ich versuche, ihnen die Tiere vorzustellen, aber... Übrigens, was geht hier vor sich? Nachdem du verschwunden bist, sind wir zusammen weitergegangen und haben viele fragwürdige Dinge gefunden. Es muss hart sein, alles alleine machen zu müssen. Ihnen ist der Fuchs nicht aufgefallen. Oder sollte ich sagen, sie ignorieren ihn. Ist das wegen dem Eindringling? Ich meine, wegen dem Hacker? Das ist sehr wahrscheinlich. Zum Beweis, meine Schwester hat mich bisher nicht kontaktiert. Der Hacker, er... Weißt du etwas? Was soll ich tun? Soll ich es ihnen sagen? Nein. Ich trau denen nicht. Nein, ich weiß noch nicht, ob ich ihn trauen kann. Das ist nur meine Theorie, aber der Hacker könnte auch im East Tower sein. Was meinst du damit? Das kann ich verstehen. Es kommt mir vor, als hätte uns jemand seit einer Weile beobachtet. Und der Verdächtige ist... Dieser Mann mit den roten Haaren, schätze ich. Der einzige Teilnehmer, den wir vorher nicht kennengelernt haben, war dieser trügerische Typ, aber... Wie unhöflich er ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er und der rothaarige Mann eine und dieselbe Person sind. Wie ich vermutet habe, jeder verdächtigt ihn. Wir müssen diesen rothaarigen Mann finden, sonst werden wir diesen Level nicht abschließen können. Wovon sprichst du? Um ehrlich zu sein, wir sind gerade mitten in Level 5. Die Anleitung ist für uns aufgetaucht und darauf stand, dass wir den Hacker schnappen sollen. Was? Aber das hier ist doch die Halle. Ja, ich weiß. Am Anfang war ich auch überrascht. Wir wurden plötzlich aus dem Level in die Halle gebracht. Ich war so aufgeregt und habe ganz vergessen, dass wir mitten im Spiel waren. Das ist absurd. Warst du die ganze Zeit über alleine? Hast du jemanden auf dem Weg getroffen? Was soll ich nur tun? Ich habe keinen anderen Teilnehmer getroffen. Ja, du hast wirklich keinen anderen Teilnehmer getroffen. Du? Hey Leute, oder sollte ich sagen, es ist nett, euch kennenzulernen? Was für ein Timing. Warum hast du ihn nicht früher von mir erzählt?
Wolltest du etwa nicht, dass sie unsere gemeinsame Zeit stören? Das... Ich habe darüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Was stellst du dir vor, dass dein Gesicht so rot wird? Ihr scheint euch ziemlich nahe zu stehen. Kannst du uns deine wahre Gestalt zeigen? Ich will nicht. Es gibt keinen Grund, das zu tun. Du willst nicht, dass wir herausfinden, dass du der Hacker bist, oder? Das ist meine wahre Gestalt. Vielleicht ist das besser. Starrt mich nicht so an, das ist peinlich. Was? Fertig. Und? Was glaubt ihr, wer ich bin? Stimmt. Selbst wenn wir uns alle zurück in unsere wahre Gestalt verwandeln, niemand kennt diese außer wir selbst. Die anderen drei Teilnehmer lügen also. Aber es kommt mir nicht so vor, dass sie lügen. Hör auf, uns zu veralbern. Oh Gott, die beiden können sich nicht leiden. Das ist übel. Er verwendet Fäden, um ihn anzugreifen. Wir sind nicht deine Spielzeuge. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Kuon, ernsthaft? Seine Persönlichkeit hat sich geändert. Ich helfe dir. Ich auch. Nein, hört auf. Entschuldigung, das war tatsächlich ein Impuls gerade. Er hat sich gerade erst erholt. Er könnte wieder zusammenbrechen, wenn er in einen Kampf gerät. Ich kann nicht einfach herumstehen und nichts tun. Ich hab gesagt, ihr sollt aufhören. Ich renne los und stelle mich zwischen sie. Baka! Idiot! Abunai! Passt auf! Was? Was? Das Tier hat sich verwandelt, aber warum? Wie gruselig. Du weißt aber, dass ich das nicht ernst meine, oder? Ich kapier's nicht. Wo sind die drei? Ich sehe die drei Teilnehmer still in der Ecke stehen. Ihre Programmierung ist fehlerhaft wegen dem, was gerade passiert ist. Illusionen wie ihr sollten verschwinden. Die drei verschwinden, als er seinen Satz beendet. Was waren sie? Ist dir das nicht klar? Das waren bloß künstliche Intelligenzen, die aus den Daten der Teilnehmer geschaffen wurden. Im Grunde waren sie Illusionen. Es waren keine echten Menschen. Aber sie sahen so echt aus. Diese Tiere sind also... Das sind meine Gäste. So, was soll ich nun tun? Gäste? Hey, vertrau mir, okay? Warum bittest du mich so plötzlich darum? Kannst du uns an einen Ort wünschen, wo ich mit ihnen alleine reden kann? Du darfst natürlich nicht lauschen. Was? Spiel kein Spielchen mit mir. Warum sollte ich... Ich weiß nicht, wie man so etwas macht. Das ist unmöglich für mich. Du brauchst es dir nur zu wünschen. Kannst du das jetzt machen? Aber...
Er geht auf mich zu und flüstert mir ins Ohr. Na, yatte kure yo. Ore wo kore ijou iraira sasetaku nai daro. Hey, tu es. Du willst mich doch nicht noch mehr verärgern, oder? Sore tomo sore ga mokuteki ka? Motto ore no kigen wo waruku shite ijimeraretai no ka? Oder ist es das, was du willst? Willst du mir die Laune verderben, sodass ich dich wieder ärgere? Nein. Aber das klingt nicht so übel. Ich versuch's. Oh, ich wünsche mir, dass eine dicke Wand erscheint und sie vor meinen Augen verbirgt. Eine dicke Wand erscheint, als ich es mir wünsche. Ich bin angespannt, weil ich sie nicht sehen kann, aber ich muss ihm vertrauen. Hey, ich kann nicht sehen, was vor sich geht. Ich hätte nie gedacht, dass er dieses Kind dazu bringen kann. Wunderbar. Sasuga, to demo itte okou ka. Mukashi to zuibun kawattemo hito o hikitsukeru sono sainou wa kawaranai. Wie ich es von ihm erwartet habe. Obwohl er nicht ist, was er ursprünglich war, ist sein Charme und seine Persönlichkeit gleich geblieben. Sate, sono himitsu no kaidan ga owaru made matsu to suru ka. Na gut, warten wir, bis die geheime Unterhaltung beendet ist. De? Ore ni yuu koto ga aru daro? Und, hast du mir was zu sagen? Sono mae ni moto no sugata ni modotte kurenai ka? Könnt ihr euch in Menschen zurückverwandeln? Ich habe keine Lust, mit Tieren zu sprechen. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wiedersehen würde. Gleichfalls. Warum bist du zurückgekommen, nachdem du endlich draußen warst? Ich bin nicht zurückgekommen, weil ich es wollte. Das ist wegen ihr? Wie süß von dir. Es ist nicht nur das. Ich muss das auch für mich selbst klären. Willst du damit sagen, du hattest beim letzten Spiel noch ein anderes Problem? Ich dachte immer, ich wäre der Einzige gewesen, der gefangen war, aber... Bemitleidest du mich? Hör auf. Das reicht, wir sind nicht hier, um zu streiten. Dieser Tonfall wird mich sicherlich nicht überzeugen. Hör auf, herumzualbern. Wie viel weißt du über deine derzeitige Verfassung? Ich weiß, dass, wenn ich in dieser Rolle bleibe, vielleicht nie wieder in die Realität zurückkehren kann. Wenn du das weißt, warum bist du denn so gelassen? Hast du keine Angst zu sterben? Was glaubst du, wie lange ich schon in dieser Verfassung bin? Und jetzt fragst du, ob ich Angst habe zu sterben? Bring mich nicht zum Lachen. Bereust du es nicht, zum Spielmeister geworden zu sein? Diese Rolle wurde mir eventuell aufgezwungen, aber es ist besser, als für immer zu schlafen. Ich wollte einfach frei sein. Ich wollte auf eigene Faust handeln. Der Spielmeister zu sein war also keine schlechte Wahl. Aber in letzter Zeit war ich mir nicht sicher, warum genau ich mir gewünscht habe, frei zu sein.
Du hast dich verändert. Oh? Mada ore to deatte suu jikan shika tatte nai no ni, soko made wakaru no ka? Du kennst mich erst seit ein paar Stunden und bist vorlaut genug, das zu sagen? Am Anfang dachte ich, du wärst bloß ein kalter Mann. Aber deine Augen, wenn du sie ansiehst, sind so freundlich. Zutto karakatte ta no ni? Auch wenn ich sie immer geneckt habe? Ja, nimm das hier. Ein kleines Geschenk für dich. Es wird nicht lange halten, aber es sollte dir ermöglichen, für eine Weile die Kräfte des Spielmeisters einzusetzen. Ist das von dieser Frau? Ich war mir erst nicht sicher, ob es okay ist, dir das zu geben. Aber ich glaube, ich sollte es tun. Wirst du es nicht bereuen? Auch wenn du etwas Schlimmes tun solltest. Ich glaube, dass dich dieses Kind aufhalten wird. Okay, dann wäre das Kätzchen Akio gewesen und der Welpe Takashi. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Mann, wie lange will er mich noch warten lassen? Ich will unbedingt wissen, was los ist. Ich will es wissen, aber ich habe ihm versprochen, dass ich ihn nicht lausche. Dieser Fuchs und der Hase, sind sie nicht bloß Programme? Sieht aus, als hätte ich dich warten lassen. Bist du fertig? Nun ja, hast du dich gut benommen, während du auf mich gewartet hast? Wirst du mir erzählen, worüber ihr geredet habt? Und wo sind sie? Sie sind schon wieder zurückgegangen. Mach dir keine Sorgen darüber. Ich verstehe. Aber ich wollte den Fuchs doch noch ein bisschen streicheln. Das ist alles, was ich im Moment sagen kann. Du sagst mir nicht, worüber ihr geredet habt? Hast du gedacht, ich würde dir das so einfach sagen? Du bist immer so... Machst aus allem ein Geheimnis. Du weißt alles über mich. Und doch weiß ich nichts über dich. Habe ich dir das letzte Mal nicht vom Game Master oder vom Spielmeister erzählt? Aber das war nicht das Einzige, was du von mir geheim gehalten hast, oder? Es wäre toll, wenn ich seine Gedanken lesen könnte. Mag sie mich? Das ist unmöglich. Wie könnte ich dich mögen? Was? Ups. Du hast meine Gedanken gelesen. Ich wollte dieses Mal eigentlich nichts machen, aber du hast meine Meinung jetzt geändert. Mal sehen, was für eine Bestrafung ist für ein freches Kind angemessen, das anderer Leute Gedanken liest. Ich hab's nicht mit Absicht getan. Es ist doch deine Schuld, weil du mir nichts gesagt hast. Würdest du etwas für mich tun, wenn ich es dir sagen würde? Wie soll ich das wissen, wenn du es mir nicht sagst? Du bist so problematisch. Habe ich es dir nicht gesagt? Ich hasse es, solche sinnlosen Dinge zu tun. Wie kannst du so sicher sagen, dass es sinnlos ist? Kannst du einfach mal still sein? Ich werde dich jetzt bestrafen. Das ist definitiv etwas Sinnloses. Wie ich sehe, hast du die Dreistigkeit, mir zu widersprechen. Keine Sorge, es ist nicht sinnlos, solange ich es genieße. Wie egoistisch, für wen hält er sich? Er hält meine Handgelenke fest. Hi. Wo wir gerade dabei sind, es ist ziemlich selten, dich als Frau zu sehen. Es spielt keine Rolle für dich, ob ich Mann oder Frau bin. Du hast also endlich verstanden. Soll ich sagen, dass ich froh bin, das zu hören?
Gutes Mädchen, das habe ich von einem Kind erwartet, das ich großgezogen habe. Was? Was soll das? Warum fühle ich mich wegen solch einem kleinen Lob so glücklich? Deine Wangen sind rot. Erwartest du etwas? Meine Wangen sind nicht rot. Ja, genau. Es ist bloß Make-up. Kannst du dir keine bessere Lüge ausdenken? Du hast noch nie Make-up getragen. Halt den Mund! Mein Herz, warum schlägt es so schnell? Er zeigt mir wieder sein freches Grinsen. Genau, alles ist seine Schuld. Es ist, weil er so hübsch ist. Ja, definitiv. Es wäre seltsam, wenn mein Herz nicht rasen würde. Was? Stellst du dir etwas Anstößiges vor? Ich frage mich, wie du auf solche Ideen kommst. Nun, vielleicht, weil Takashi und Akio mit uns auch Sex hatten. Bei Kuren bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Hey, hör nicht einfach auf zu sprechen. Aber... was ist das? Er hat das schon oft mit mir gemacht, aber dieses Mal fühlt es sich irgendwie anders an. Es ist, als wollte ich, dass er das macht. Ich kann es nicht glauben. Wenn du etwas Perverses machen willst, tu es einfach sofort wie immer. Selbst wenn du das sagst, ich kann nicht aufhören wegen deinen süßen Reaktionen. Oder hast du das mit Absicht getan? Wie hinterhältig von dir? Du weißt, wie man mich verführt. Die Musik passt irgendwie gerade gar nicht mehr. Das ist nicht genug. Mich runterzudrücken, ohne mich zu berühren, ist ziemlich irritierend. Warum? Warum fühle ich so? Mein Kopf war schon von Anfang an voller Gedanken an ihn. Ich denke viel über ihn nach und ich hasse es, wenn er geht. Und jetzt kann ich meine Augen nicht von ihm abwenden. Es ist, als wäre ich unter einem Zauber. Ich verstehe es. Ich hasse es, das zuzugeben, aber ich kann es nicht länger unterdrücken. Ich könnte mich in dich verlieben. Was für ein Witz. Du verliebst dich in mich? Was für ein Unsinn aus dem Mund eines Kindes. Weißt du überhaupt, was Liebe ist? Du würdest das doch nicht sagen, wenn du nicht mal die Bedeutung des Wortes kennen würdest, oder? Ich will bei ihm sein. Ich kann nicht aufhören, an ihn zu denken. Ist das nicht genug, um meine Gefühle zu bestätigen? Du bist wie ein neugeborenes Kind, du kannst nicht mal deine Gefühle kontrollieren. Diese Liebe muss bloß deine Einbildung sein. Das kannst du nicht bestimmen. Du willst also sagen, dass ich falsch liege? Ich schätze, es ist doch meine Schuld, weil ich dich zu viel geneckt habe. Hör auf mit dem, was auch immer du tust. Zumindest bis wir uns über unsere Gefühle sicher sind. Ich ziehe mich fürs Erste zurück. Er geht. Ich hätte nie gedacht, dass es so wehtun würde, zurückgewiesen zu werden. Und hier mache ich wieder einen kurzen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.